Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute sind wir mal wieder unterwegs in dem Meeresretter-Simulator, meine Freunde, beziehungsweise hier in dem Ocean Cleaning Simulator oder so heißt der, glaube ich, und zwar muss man hier die Ozeane, die Meere retten und den ganzen Müll rausfischen hier, meine Freunde, und natürlich auch die Tiere retten, das ist unsere Mission, Leute, letztes Mal kam richtig gut bei euch an, also lasst mal wieder ein Like und ein Abo da. Meine Freunde, wir haben heute wieder richtig was vor, denn wir haben ja letztes Mal schon gesehen, es gibt noch viel, viel bessere Boote, guck mal, das sind hier noch so voll die Anfänger, die haben hier noch diese kleinen Floße, die wir letztes Mal auch hatten. Aber wir haben hier schon so ein fettes Sportboot und wir können auch hier direkt schon in die dritte Welt reinfahren. Das war nämlich die erste Welt, jetzt sind wir hier in der zweiten. Aber letztes Mal haben wir es ja sogar schon in die dritte Welt reingeschafft. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir verlassen... oh mein Gott, Level 5 sind wir jetzt? Nice. Okay, wir verlieren hier gar keine Zeit und fetzen hier direkt mal in die dritte Welt rein. So, hier sind wir jetzt nämlich direkt. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz wieder unseren Speicher voll, sammeln hier die ganzen Sachen ein. Oh, die Eimer. Alter, wer wirft denn hier so seine Plastikeimer ins Meer rein? Und Plastik Strohhalme, Leute. Deswegen gibt es überall nur noch Papierstrohhalme, weil ihr alle immer ins Wasser werft hier. So nicht, Leute. Wir sammeln alles wieder auf. Wir retten die Meere. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Und ich habe es ja auch letztes Mal schon gesagt. Ich finde sogar das wirklich eine gute Sache hier, weil das ist doch wirklich sogar was Schönes hier. Ist doch was Schönes. Einfach die Meere retten und es macht dabei sogar noch richtig Spaß. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch eine Ladung voll. Und dann gehen wir hier mal in den Shop rein und gucken mal, ob wir uns direkt schon wieder das nächst bessere Boot kaufen können. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was das kostet. Und so, der Müllspeicher ist wieder voll. Jetzt geben wir das hier wieder ab. Oh, Leute. Uiuiui. Schön wieder hier das ganze Geld kassieren. Zack, zack, zack. Wow, wir haben fast 20.000 Dollar. Holy moly macaroni. Das ist doch mal wild. So, dann fahren wir mal ganz kurz hier zu dem Shopperino rüber. Upp, okay. Wir können natürlich unser Boot auch wieder upgraden. Aber wir gucken mal, weil wir haben ja letztes Mal schon gelernt, es macht meistens mehr Sinn, einfach direkt ein besseres Boot zu kaufen, als das zu upgraden. Okay, dann schauen wir mal hier in den Bootsshop. Was ist denn das nächst bessere? Das haben wir jetzt aktuell. Oh, es gibt hier noch das hier und da. Oh, Alter, 20.000. Okay, wir haben fast 20.000. Und hier das nächste gibt es erst in der fünften Welt. Und wir sind jetzt aber erst in der dritten Welt, okay? Also aber wir können jetzt hier quasi schon so ein Level 4er-Ding holen. Oh, das sieht schon krass aus, Leute. Ich glaube... Oh, okay, Leute, ganz ehrlich, uns fehlen 500 Münzen. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich direkt dieses bessere Boot, weil das wird uns richtig viel Stärke reinbringen. Und wir müssen uns auch gleich mal wieder ein paar neue Tierchen kaufen. So, das machen wir jetzt mal. Aber, oh, Leute, mein Geldbonus ist hier gleich mal weg. Das müssen wir direkt auch mal machen. So, und wieder verwenden. Und, Leute, sollen wir hier nochmal richtig investieren? Sollen wir uns hier mal so ein exklusives Ei holen? Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir kaufen jetzt für 2000 Robux. Wir drehen hier wieder komplett durch. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Gebt kein Geld für Videospiele aus. Wir haben uns jetzt hier ein exklusives Ei geholt für 2000 Robux. Was wird drin sein? Wow! Sternenpride, exklusiv. Ich hoffe, das ist irgendwas Krasses, Leute. Ich hoffe, das ist irgendwas Cooles. Was gibt das denn extra? Oh, Alter. Das ist mit Abstand das Beste von den Tierchen, was wir jetzt hier haben. Alter, holy moly macaroni. Sehr, sehr wild. Das gibt uns eine extra Stärke. Wir haben jetzt 32,5 Stärke und das gibt dann auch nochmal extra Cash-Bonus, wenn man den Müll verkauft. Also die Tiere, die sind relativ wichtig hier, dass man da gute hat. So, wir sammeln hier nochmal schön was ein. So, hier, zack, 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 die Schaufeln und die Eimer packen wir auch mit ein hier. Oh, die Eimer sind aber ein bisschen schwer hier für uns. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Wir haben jetzt genug Geld für das nächste Boots-Upgrade. Und dann versuchen wir gleich mal mit 35,9 kommen wir nämlich in die nächste Welt rein. Wow, oh mein Gott, haben wir gerade viel Geld gemacht. Das geht ja mittlerweile richtig ab hier. Und jetzt kaufen wir uns ein besseres Boot, Leute. Oh, und hier laufen uns unsere 5 Tiere hinterher. Ich würde sagen, als nächstes machen wir dann auch mal wieder ein paar Tiereier auf. Aber jetzt erstmal ein besseres Boot kaufen. Nicht das hier, sondern das hier für 20.000. Bam! Wow. Okay, ich glaube, das sieht schon wild aus. Wir können direkt hier mal noch ein paar Upgrades reinsteppen, würde ich mal behaupten. So, das machen wir jetzt auch direkt mal. Fahren wir damit mal ins Wasser. Da können wir schon 3000 Müll mitnehmen. Okay, Leute. Gar nicht mal so schlecht. Gehen wir mal ganz kurz hier zum Upgrade-Stand rüber. Und wir brettern jetzt hier nochmal unser ganzes Geld in Upgrades rein. Weil ein stärkeres Boot können wir hier nicht kaufen. Wow, okay. Schau mal, jetzt haben wir hier sogar noch so einen Raketenantrieb bekommen. Und wir können sogar noch 100 mehr mitnehmen. Was? Wir haben 44 Stärke. Lol. Oh mein Gott, 44 Stärke, das ist ja richtig viel. Mit 35 kann man hier schon in die nächste Welt rein. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach direkt mal. Ab in die nächste Welt, Leute. Let's go. Woo. Oh mein Gott, schau mal, wir sind hier im Candyland. Hier haben Leute ihre Süßigkeiten ins Meer geworfen. Hört auf, eure Süßigkeiten ins Meer zu werfen, ihr Paul Berger. So, dann müssen wir natürlich auch rausfischen. Alter, wie lila das hier alles aussieht. Jede Welt sieht auch anders aus. Das finde ich auch wirklich hier cool gemacht. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt hier kriegen, wenn wir jetzt hier so einen vollen Bootstank hier gleich abgeben und verkaufen. So, zack, zack, zack. Ich will auf jeden Fall hier gleich mal noch ein paar Pet-Eier öffnen.
Okay, Boot ist voll. Wir schauen mal. So, und... Oh mein Gott. Alter, tausender Schritte. Oh. Woo. Was? Leute, wir haben 18.000 Dollar gemacht mit einmal Müll abgeben jetzt gerade schon. Oh mein Gott, das ist crazy. Wir machen ja richtig gutes Geld. Wir machen richtig, richtig gutes Geld. So, so. Wir machen die... Ich würde sagen, wir machen direkt noch eine Ladung. Und mit dem Geld, was wir dann haben... Wie viel man braucht? 49 Stärke, um in die nächste Welt reinzukommen. Mit dem Geld, was wir dann wieder haben, schauen wir mal, was wir damit machen. Entweder wir holen uns mal wieder ein paar bessere Tierchen, weil Leute, wie gesagt, die geben uns ja einen extra Cash-Bonus, gute Tiere. Dann geht es natürlich auch schneller mit dem Geld verdienen. Oder wir kaufen uns ein besseres Boot. Müssen wir gleich mal schauen. Oh, guck mal, da oben sind diese Eierautomaten. Da schauen wir gleich mal, wie viel da jetzt hier die Eier kosten. So, wie lange das jetzt hier auch schon immer dauert, bis hier mal der Speicher voll ist, ne? Die Boote, da passt jetzt hier mittlerweile echt viel rein. Da passt hier so einiges rein. So, hier noch ein bisschen die Cheese Birch, die Birchies mitnehmen und zack, Abfahrt. Let's go. Wie viel Geld wir machen, let's go. Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, wirklich mal wieder mit einer der nicesten Tycoons, die ich seit langem gespielt habe. Das macht wirklich richtig Spaß. Und wie gesagt, hier wird sogar noch was Gutes gemacht. Die spenden hier auch regelmäßig Geld hier für gute Zwecke. Also ist wirklich ein cooler Simulator hier. Für 5.000 kann man hier so normale und so... Oh, so Öko-Eier kann man für 7 und... Oh mein Gott, ey. Denkt ihr, das macht so einen Unterschied? Denkt ihr, das macht so einen Unterschied, Leute? Ich weiß es nicht. 5k ist ja auch schon saftig, knaftig. Ich will irgendwie nicht 50k dafür investieren. Komm, wir machen mal, guck mal hier, wo sind meine Pets? Hier sind meine Pets. Ja, ich glaube, wir, lass mal 2-3. Wir machen mal 2-3 hier auf, Leute. Wir gucken mal. Vielleicht kommt hier was Gutes bei raus. Hoffentlich mal was Legendäres. Oh, selten. Oh, so ein Stern nochmal. Okay, sehr cool. Das ist gut. Okay, komm, wir machen 3 Eier auf. Wir machen 3 Eier auf, würde ich sagen. Oh, Pack-Opening. Okay, nur eine Qualle. Normal, gut. Die Qualle nennen wir Oruman, Leute. So. Und noch eins. Komm, das dritte jetzt. Das wird jetzt was Gutes nochmal. Komm, nochmal so ein Stern. Wow, nice, wirklich halt nochmal so ein Stern. Richtig cool. Ich hätte am liebsten hätte ich nur so eine Sterntruppe, die mir hinterherläuft. Nicht so komische Möwen hier. So, die besten ausrüsten, let's go. Und jetzt sind die besten equipped. Oh, Leute, eigentlich, nee. Komm, einmal müssen wir nochmal drehen, weil hier, die sind viel besser als diese andere Möwe, die ich noch habe. So, komm, nochmal. Gönn jetzt nochmal eine, komm, gönn nochmal ein Sternchen hier. Nochmal so ein Sternchen. Ah, oh, nochmal eine Qualle. Egal, ist okay, Leute, ist okay. Sieht trotzdem cool aus. Nur so blaue und pinkne Sachen, die uns da hinterherlaufen, das sieht schon... Das sieht schon gut aus hier. Beste Ausrüsten. Und let's go. Ja, die geben uns halt, wie gesagt, alle hier immer so ein Geld- und Stärke-Multiplikator. Richtig und wichtig. Weil dadurch kassieren wir mehr Geld. Oh, jetzt haben wir schon 45 Stärke. Aber wir brauchen 49. Wir brauchen 49, um hier in die nächste Welt reinzukommen. Deswegen würde ich fast mal behaupten, wir machen jetzt hier nochmal unseren Tank voll mit Müll. Und dann schauen wir mal, was das nächst bessere Boot kostet. So, schön hier alles einsammeln wieder. Oh, hier die Birchies. Die Birchies werden eingesammelt. Aha, aha, aha. Hier ein bisschen Schoki. Oh, hier die Becher nehmen. Oh, hier sind richtig schön viele. Hier sind schön viele, Leute. Hier ist richtig was los. Das ist so krass, wie viel hier mittlerweile reinpasst. Oh, ich hoffe, wir kriegen vielleicht irgendwann mal so ein Boot, was so richtig so Fischernetze hat. Dass man da einfach so richtig eine riesen Fläche hat, um Müll einzusammeln. Okay, Speicher ist voll. Gerade eben haben wir 1152 bekommen. Mal schauen, wie viel wir jetzt bekommen. 1500. Alter, schau mal, diese Tiere, die geben uns 400 pro Ding mehr. Nur dadurch, dass wir bessere Tiere haben, wegen dem Geldmultiplikator. Ey, das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon, ich sage euch ehrlich. So, jetzt haben wir 40k schon wieder. So, dann gehen wir mal hier zum Bootsshop und dann schauen wir mal. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt hier kriegen. So, schön hier rüber. Moin Meister, zeig mal, was du hier für neues Zeug hast. Aha, Trash Eater. Aha, Rub Purple Motor Ding. Wir kaufen uns immer das Beste, was geht, würde ich sagen. Da brauchen wir 45.000, wir haben jetzt 41, ja easy. Dann kaufen wir uns gleich das hier. Wir kaufen uns immer das Beste, was es in der Welt zu kaufen gibt. Weil dann können wir immer schon safe in die nächste Welt rein, würde ich mal behaupten. Da machen wir am besten auch keine Upgrades, weil die Upgrades lohnen sich nicht. Dann investieren wir das Geld direkt einfach in... besseres Boot rein, oder? Ich glaube, das lohnt sich schon. Ich glaube, das lohnt sich mehr. Oh, hier ist schon wieder fast alles weggefischt. In 20 Sekunden kommt hier aber neuer Dreck wieder rein. So, wir haben hier fast alles schon sauber gemacht. Aber ist ja was Gutes. Ist ja schön, wenn wir hier alles sauber gemacht haben. Oh, ich bin mal gespannt, wie die nächste Welt aussehen wird. So, in 5 Sekunden kommt hier neuer Müll rein. Und neuer Müll. Und da ist wieder neuer Müll, Leute. Da ist wieder neuer Müll. Zack, hier schön alles mitnehmen. Wieder schön alles wegfischen, so wie sich das hier gehört.
Okay, Leute, ich glaube, das reicht schon mein Geld, weil so, wir brauchen ja eh nur 4.000 Dollar mehr. Alter, wie viel Geld wir einfach machen. Das ist zu wild. 65.000 Dollar. Okay, vielleicht gönnen wir uns doch das ein oder andere Upgrade noch bei dem Boot, weil ich finde es immer ganz cool, wenn da so Add-ons dranhängen, wie zum Beispiel hier diese Raketen. Okay, jetzt neues Boot kaufen. So, das Beste, was es hier zu kaufen gibt, ist das hier, 45.000. Let's go! Okay, ja, sieht ja an sich schon mal gar nicht so schlecht aus hier, das Ding. Oh, Alter, wie groß das jetzt auch schon ist. Die werden wirklich größer, die Dinger. Okay, sehr cool. Gehen wir mal kurz hier zu den Upgrades. Boah, da passen auch schon 5.000 Sachen rein. Ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal alles an Geld in Upgrades rein. Guck mal, wie sich das Boot verändert. Wie krass das einfach... Max, okay, wir haben das Boot auf maximale Stufe gemacht mit diesem Motor und den... Alter, wie cool ist das denn? So, wir fahren jetzt in die nächste Welt rein. 5.600 Müll können wir hier mitnehmen. Und bam! So, was hier die nächste Welt? Oh, Schnee, Leute! Wir sind jetzt hier in der Antarktis oder so, am Nordpol. Am Nordpol ist leider auch Müll. Oh, da brauchen wir mehr Stärke. Die Kartons hier, die Amazon Prime-Pakete, die hier leider im Meer gelandet sind, die müssen wir auch noch rausfischen, aber die sind richtig schwer. Hier das andere Zeug, das geht noch. Warum sind hier so viel Toilettenpapier? Wer wirft hier sein Toilettenpapier in der Antarktis ins Meer? Da ist sogar noch benutztes Papier, Junge. Haben die Leute hier keinen Anstand mehr? So, boah, Leute, guck mal, wie viel Geld wir jetzt kriegen. Guckt euch... 2.000... Mit einmal, guck mal, mit einmal Ding abgeben. Wir hatten gerade, keine Ahnung, wie viel wir noch hatten, 10.000 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, crazy. Sehr, sehr crazy, wie viel Cash wir hier direkt machen. Ich bin eigentlich fast dafür, wir kaufen uns nochmal ein paar bessere Tierchen. Wir machen hier nochmal ein paar kleine Pack-Openings. Oder wir kaufen uns direkt ein besseres Boot mit dem Geld. Oder wir kaufen uns hier wieder direkt das beste Boot. Damit wir schnell wieder in die neue Welt... Weil ich will eigentlich hier... Ich will das Ding hier durchspielen, Leute. Wir wollen ein bisschen in die letzte Welt reinkommen. Wir können ja uns später mehr Tiere kaufen. Ah, warte! Ist das jetzt hier die letzte Welt oder was? Warte, hier steht, kommt bald. Leute, wir haben danach... Das ist hier die letzte Welt. Die andere kommt erst in 3 Tagen mit dem nächsten Update. Deswegen sage ich jetzt schon mal, wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst mal ein Like und ein Abo da. Dann können wir das auch wie den YouTube-Simulator immer hier das neueste Update spielen. Immer wenn die was Neues rausbringen. Das bedeutet aber, keine Sorge, Freunde, wir können uns trotzdem ja jetzt noch neue Boote kaufen. Können die Boote noch upgraden und bessere Tiere können wir uns ja auch noch holen. Okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir erst alles weitere upgraden, bevor wir in die nächste Welt reingehen. Und dann verkaufen wir das jetzt nochmal. Wir haben 36.500. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt hier rauskriegen. Aha, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also, ja... Fast 30.000 kriegen wir hier mit einmal Müll abgeben. Das ist schon gut. 64.000 Dollar. Läuft, Leute. Läuft, würde ich behaupten. Unser Boot ist ja schon voll geupgradet. Hier müssen wir nichts mehr machen. So, wo sind denn hier... Wo ist denn hier Ding hier, wo man sich Eier kaufen kann? Gibt es hier keine Eier oder was? Kann man sich hier keine besseren Pets kaufen in der Schneewelt? Kriegt man hier nicht so einen Teddybär oder sowas? Leute, wir gucken uns mal um, weil irgendwie hier sehe ich gerade nicht so ein Acting. Aber das war ja gerade eben in der anderen Welt auch woanders. Vielleicht ist das irgendwo hier hinten oder so. Komm, wir fahren mal hier hinten entlang. Ach ja, hier ist es doch. Wusste ich's doch. Boah, was, diese Öko-Eier, die kosten 100.000. Leute, komm, wir machen mal 5 Stück auf davon. Die kosten 10.000. 5 Stück gönnen wir uns. Alter, selten. Okay, sehr cool. Komm, gönn mal jetzt bitte was Krasses. Ich mache jetzt hier 5 Eier auf. Nur normalen Pinguin. Da war ja die Robbe gerade sogar besser. Jetzt das dritte. Ja, nochmal so eine Robbe. Okay, auch nur selten. Aber hier war jetzt noch nichts Episches oder Legendäres dabei. Wieder nur ein Pinguin. Also Pinguine sind süß, aber ich erhoffe mir da irgendwie ein bisschen mehr. Jetzt letztes, komm. Gönn noch einmal was. Einmal jetzt was Gutes. Komm, bitte, Bruder, bitte. Ja, gut. Die Robbenarmee. 3 Robben und 2 Pinguine. Gut, ist dann halt so, Leute. Ist dann halt so. Wie sind da die Chancen auf die Drops? Ja, gut, die anderen sind schon echt deutlich seltener. Aber gut, so ist es. Wir rüsten hier wieder die besten Tierchen aus. Schauen wir mal. So. Boah. Okay, sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie viel das jetzt hier wieder ausmacht. Ja, ja, okay. Okay, die geben auf jeden Fall schon einen besseren Multiplikator. Geben auf jeden Fall schon mal einen besseren Stärke- und Geldmultiplikator, wenn wir hier gleich Müll verkaufen. Wir machen hier mal wieder den Tank voll und dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt diesmal bekommen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns hier noch direkt ein besseres Boot kaufen können. Boah, guck mal, hier liegen auch Toilettenschüsseln. Die fischen wir auch direkt raus. Ich brauche ein besseres Boot, weil mein Boot ist hier zu schwach für die Riesenkartons. Die kann ich nicht mitnehmen. Und hier die anderen Sachen haben wir schon fast alle weggefischt. Okay, warte, hier hinten ist noch ein bisschen was. Aber wir brauchen auf jeden Fall gleich ein besseres Boot. Boah, nee, das ist auch zu schwer hier. Diese China-Nudelkartons, die sind auch zu schwer. Hier, die Klopapierrollen, die können wir mitnehmen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Boots-Upgrade.
So geht das hier nicht mehr. Ohne Bootsupgrade ist das hier Schmalspur. Oh, und ich sehe gerade, mein Geldmultiplikator ist wieder weg. Wir kaufen uns schnell nochmal ein. Leute, Geldmultiplikator ist natürlich wieder da. Wichtig. Nicht, dass wir jetzt hier nur die Hälfte an Geld kriegen. Alter, das dauert auch wirklich lang, bis hier der Speicher mal voll ist, ne? So, jetzt aber. Gut, Speicher ist voll. Jetzt gucken wir mal. Also gerade eben haben wir 2420, glaube ich, bekommen. Und jetzt kriegen wir mit den besseren Tieren... Alter! 2000, also wirklich wieder direkt 500 Münzen mehr pro Ding. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Gerade eben hatten wir nur noch $14.000 mit einmal Müll abgeben auf $82.000 hoch. Okay, also knapp $70.000 mit einmal vollen Mülltank abgeben. Das lohnt sich schon. So, komm. Wir gehen mal in den Bootshop rein hier und schauen mal, was jetzt hier in der Welt für Boote gibt. Gib mal einmal das beste Boot hier rüber, Junge. Das ist hier das Beste. Ach, das... Oh, Leute, das ist das maximale Boot! Wir haben wirklich hier durchgespielt gleich. Bis zum nächsten Update zumindest. Okay, wir brauchen 100.000. Wir haben jetzt gerade 80.000. Das heißt nicht mehr viel. Das liebe ich ja, Leute. Wenn man in Roblox durchspielt. Ich will immer durchspielen alles. So, perfekt. Hier ist auch neuer Müll direkt gekommen für uns. So läuft das doch. So, jetzt geben wir hier noch einmal... Wir müssen ja auch nicht jetzt komplett hier voll machen, weil wir brauchen ja gar nicht mehr so arg viel. Ein bisschen was nehmen wir hier nochmal mit. Und dann können wir auch gleich mit dem extra Geld, was dann noch übrig bleibt, das Boot auch wieder direkt voll upgraden. Dann haben wir nämlich das beste Boot mit dem besten Upgrade und haben hier auch noch ein paar gute Tiere direkt am Start. Also dann bockt das, Leute. Dann sind wir direkt ready, wenn das neue Update rauskommt, sagen, würde ich mal behaupten, gut ausgestattet. Dann können wir hier direkt loslegen. Komm, wir machen den Tank voll. Wenn schon, denn schon. Wenn wir hier nochmal rumfahren, dann machen wir jetzt auch wieder voll. Ja, und der Hase ist voll. Sehr gut. Boah, jetzt, Leute. Jetzt wird hier nochmal richtig Knete gemacht. Jetzt wird hier nochmal richtig Cash in die Tech gemacht. Ey, wir können das Boot direkt voll upgraden und nochmal bessere Tiere uns ziehen. Sehr gut. Und los geht's. $150.000 Cash in der Tech. Ist auch jetzt hier das erste Mal, dass wir... hallo, das buggt hier ein bisschen. So, das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier auch $100.000 Marke geknackt haben. Jetzt kaufen wir uns hier das Beste, was es gibt, Leute. Und let's go! Huhu! Was ist das denn für ein Ding? Oh mein Gott! Leute, komm, wir gucken uns das mal an. Boah! Was ist das denn hier für ein Future-Zukunftsding? Das ist ja schon krass. So, jetzt gucken wir uns hier mal direkt noch die Upgrades an. 71 Stärke haben wir jetzt auch hier. Leute, wir gönnen uns jetzt hier nochmal die vollen Upgrades. Mal gucken, was hier alles jetzt kommt. Und maximales Level geupgradet mit diesem riesen Teil hier vorne. Dann hat er vorne irgendwie noch hier so ein, ja, wie so ein Schneeschieber oder sowas bekommen, um den Müll besser aufzuschieben. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Und da, was, 15.000 Müll können wir damit mitnehmen? Boah, aber guck mal, diese Kartons, wie easy wir da jetzt hier durchfahren. Gar kein Problem mehr. Oh mein, ey, wenn wir damit jetzt gleich Müll abgeben, ne? Wenn wir damit jetzt gleich Müll abgeben, ich bin so gespannt, wie viel Geld wir damit kriegen. Das wird ja komplett krank werden. Das wird ja komplett krank werden. Oh, wie schnell das jetzt hier auch mit den... Warte mal, wenn wir eh gerade hier hinten sind, würde ich sagen, komm, wir machen mal noch mal kurz ein paar Eier auf. So, dann kommen wir, gehen mal kurz hier hin. Wenn wir eh gerade da sind, dann verknallen wir jetzt mal noch 3 Eier hier. Dann haben wir nämlich eh alles an Geld weg. Okay, noch mal eine Robbe. Ja, gut. Ja, wobei, dann ist der eine Pinguin da auch weg. Komm, jetzt gönn doch mal hier bitte was richtig Seltenes. Kriegt man nur Robben und Pinguine hier. Wow, Walross legendär, Leute. Oh mein Gott. Leute, das Walross... Das nennen wir doch jetzt hier schon wieder Stani. Okay, und nochmal ein Pinguin, aber egal. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, 80, das ist sogar besser als das eine Ding, was wir uns hier gekauft haben für 2000 Robux. Holy moly Macaroni. Das ist krass. Das ist krass. So. Und wenn wir jetzt hier gleich verkaufen, ne? Ich will nicht wissen, wie das abgeht. Ich will nicht wissen, wie das abgeht. Wir können ja gleich mal achten. So, wir machen den Speicher voll. Wir haben $6.600. Ich bin so gespannt, wie viel wir gleich bekommen, wenn wir eine volle Ladung hier abgeben. Bestimmt 100.000, oder? Was sagt ihr? Wir haben ja allein viel bessere Multiplikatoren jetzt hier. Die Sachen, der größere Müll gibt ja auch nochmal mehr Geld. Also, gerade eben haben wir ja 2.997, glaube ich, bekommen pro Ding. Also wir werden deutlich mehr Geld kriegen und natürlich auch viel mehr von der Kapazität her. Auch das Dreifache von der Kapazität. Nee, ich glaube, gerade eben haben wir irgendwie schon 70.000 bekommen. Ich glaube, 150.000 kriegen wir. Ich sag, wir kriegen $150.000 für einmal vollen Tank verkaufen. Alter, schau mal, wie schnell wir das hier auch alles wegfischen. Wir haben jetzt hier einfach die ganzen Kartons rausgefischt. Hier gibt es keine Kartons hier in der Antarktis. Wir machen alles sauber. So, und Speicher ist voll. Jetzt, Leute. Jetzt geht... Oh, hier ist sogar noch jemand anderes. Ich dachte nur, ich bin hier auf dem Pro-Level.
Okay, 3000. Also nochmal 200 Münzen quasi mehr durch die Multiplikatoren. Und wir machen unfassbar viel Geld. Guck mal, wie viel Müll. Guck mal, wie lange wir das hier ausladen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, ich habe richtig gut geschätzt mit 150. Okay, ein bisschen mehr ist es tatsächlich sogar. Okay, es ist deutlich mehr. Ich habe mich doch nicht so ganz gut geschätzt. Wir hatten 6.000, jetzt haben wir 196.000. Wir haben 190.000 Dollar gemacht mit einer Müllabgabe gerade. Das ist crazy. Aber wisst ihr, was wir jetzt mit dem Geld machen? Wisst ihr, was wir jetzt hier mit dem Geld machen, das wir übrig haben? Weil wir können ja eh nichts mehr weiter upgraden. Wir holen uns jetzt nochmal hier zwei von diesen komplett geisteskranken Eiern hier. Von diesen Öko-Eiern. Ah, Öko-Pinguin normal. Aber bringen die so viel mehr? Ich weiß es gar nicht, ob die so viel mehr bringen. Nur weil die Öko haben. Aber egal, komm nochmal. Oh, let's go, Leute. Bam. Öko-Siegel. Selten. Okay, Leute, lasst uns mal schauen. Die Öko... Oh mein... Okay, die Öko-Dinger bringen schon was. Weil selbst diese normale, das normale bei Öko ist besser als das legendäre bei dem normalen. Versteht ihr, wie ich meine? Also das bringt schon was, diese Öko-Teile hier zu öffnen. So, okay. Leute, das ist unsere Gang, unsere Säuberungsgang. Dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Ich würde richtig gerne noch einen dritten Part davon machen. Wir müssen aber jetzt eh warten, bis das nächste Update kommt, Leute. In 2 Tagen ist es soweit. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.